Hallo. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, Virko Kade ist mein Name. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit den Bereichen der Zeit, alles, was nach der linearen Zeit kommt, Telepathie, Astralreisen. Die Alchemie ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit. Meine Erfahrung in diesen Bereichen gebe ich seit vielen Jahren in Workshops, Seminaren und Vorträgen weiter. Seit einiger Zeit eben auch als Online-Version. Nachdem ich eben zum Thema Zeit schon seit vielen Jahren meine Erfahrung weitergebe, bin ich immer wieder gefragt worden, ob ich nicht zum Thema Zeitlinien auch mal was Aktuelles machen kann, was jetzt die letzten paar Jahre betrifft. Genau, und das soll eigentlich der Inhalt von dem gleich folgenden Video sein. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, um euch meine ganz aktuelle Sichtweise, meine Erfahrung weiterzugeben. Ja, viel Spaß damit oder viel Erkenntnisse oder Resonanz, wie auch immer. Und wir sehen uns gleich in der Präsentation. Bis dann. Tschüss. Ja, dies ist nun ein Update vom 17.04., also zum Zeit dieser Aufnahme vor einem Tag. Ich bin immer wieder gefragt worden, wie schaut das jetzt aus mit den Zeitlinien? Was hat sich die letzten paar Jahre getan? Es sind immer wieder Vermutungen da gewesen, auch von meiner Seite, dass wir irgendwann wieder eine Aufspaltung in verschiedenen Zeitlinien haben werden. Einige, die eben die Herausforderung der letzten Jahre gut und konstruktiv aufgenommen haben, vielleicht an sich gearbeitet haben. Und dann jene, die immer mehr in die Angst und in dichtere Erfahrungsräume gegangen sind. Und da war von etlichen Menschen, also mich eingeschlossen, auch so die Vermutung, dass sich da nochmal wieder eine Aufspaltung zeigt. Und gestern habe ich wieder mal eine Reise gemacht, weit jenseits dieser linearen Zeit oder überhaupt der Zeitlinien. Und möchte jetzt diese Erfahrung gern hier mit euch teilen. Ja, schaut es jetzt wirklich aus? Oder sagen wir besser, was sind meine Erfahrungen? Ja, weil nichts weiter kann ich hier weitergeben. Ich habe nicht den Anspruch, dass es eine absolute Wahrheit ist, sondern es geht hier lediglich um meine persönlichen Erfahrungen und ihr könnt schauen, wie sehr ihr da in Resonanz geht. Ob das mit euch was macht, was es mit euch macht. Gut, also so viel mal zur Einführung und dann gehen wir da mal weiter rein. Was ich erfahren habe auf einer Reise, war ein sehr komplexes Bild, aber eben ein Bild, wo für mich sehr, sehr viel drinsteckt. Und ich habe auch erfahren, dass dieses Bild erst am gestrigen Tag möglich war, zur Gänze zu sehen. Ihr werdet auch gleich noch verstehen, warum. Ich habe immer wieder versucht, das Ganze irgendwie klarer zu sehen, die letzten Jahre, was aus verschiedenen Ebenen nicht möglich war. Gut, was habe ich gestern gesehen? Ein Bild, was in etwa so ausschaut. Also ich habe direkt nach meiner Reise versucht, direkt das Ganze zu malen, genau genommen sogar während der Reise. Also Menschen, die bei mir schon den Workshop Reisen und Kontakte, eben wo es um Astralreisen und Telepathie geht, mitgemacht haben, die kennen das auch schon, dass für mich Reisen sehr oft den Bestandteil des Aufschreibens, des automatischen Schreibens, aber auch des Zeichnens beinhalten. Ja, also so in diesem Fall ist dieses Bild während der Reise quasi entstanden. So, was sehen wir jetzt hier? Also einer der wesentlichen Teile, das ist das, wo wir herkommen hier. Ja? Diese spermienartigen Strukturen, das sind Zeitlinien. Und zwar die alten Zeitlinien. Ja? Also wir befinden uns jetzt hier in einer wirklichen Vogelperspektive.
Vorne sozusagen dieser Kopf, das ist das Erleben. Ja, das ist die Erlebniswelt, könnte man sagen. Ja. Und dieser ja, schwanzartige Fortsatz nach hinten, das ist die Spur, die eine Zeitlinie in diesem größeren Gewebe hinterlässt. Also ihr seht, die geht nicht ewig weiter. Es gibt quasi eine Prägung, die halt nach. Es ist ein bisschen wie ein Echo. So könnt ihr euch das vorstellen. Ja, das hat auch irgendwann ein Ende, aber selbst in dieser übergeordneten Struktur gibt es noch eine Art Echo der Zeitlinien. So. Was wir auch sehen, es gibt Zeitlinien, wo dieser Kopf relativ dicht und dunkel ist und es gibt auch hier etwas hellere. Ja. So, was haben wir hier noch? Ja. Dann haben wir hier eine deutliche Verengung dieser übergeordneten Struktur. Ja, so wie ein Flaschenhals. Und das ist sozusagen ja, die Verdichtung. So, genau. Also wir sehen hier Verdichtung, Verschmelzung. Der Begriff Verschmelzung bezieht sich jetzt hier tatsächlich auf die Zeitlinien. Ja, was können wir da genaueres noch zu sagen? Wir haben dann einen größeren Bereich, der hier jetzt noch freigelassen wurde. Was ist damit? Ja. Dieser große Hohlraum ist das, was man als Krönung bezeichnen kann. Ich habe das hier als Krönungsphase bezeichnet. Ja. Auf Englisch, auch auf Lateinisch ist das die Coronation oder Koronation. Ja. Also da sind einige ja schon drauf gekommen, dass der Begriff Corona eigentlich Krönung heißt. Da sage ich nachher noch was zu. Was haben wir hier noch? Ich möchte das Ganze mal ein bisschen zeitlich auch aufgliedern. Wir befinden uns ja derzeit noch in der linearen Zeit. Bedeutet, es gibt auch für bestimmte Übergänge und Ereignisse tatsächlich auch auf dieser linearen Zeitachse bestimmte Punkte. Und zwar hätten wir hier Beginn dieser Verdichtung, Verschmelzung, den Februar 2020. Da war nicht nur die Informationsdichte, die uns von allen Seiten da um die Ohren gehauen wurde, plötzlich mit großen Gefahren, die da von überall herkommen, die man nicht sieht und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Also diese sogenannte Pandemie mit ganz vielen Konsequenzen auf unserer Alltagsebene. Was wir aber auch wahrgenommen haben, das lag dann ein bisschen darunter, weil wir glaubten, dass diese Wahrnehmung nur von diesen Informationen herkam. Meiner Wahrnehmung nach war das genau der Zeitpunkt, als diese Zeitlinien alle verschmolzen. Wir haben eine bestimmte Art von Verwirrung allesamt erlebt. Die kenne ich auch nur, wenn ich die Zeitlinie gewechselt habe. Also wenn ich so einen Ankerpunkt in der Vergangenheit, einen Ankerpunkt auf eine Ebene jenseits der linearen Zeit verlasse, verliere, wenn sich da etwas ändert. Diese Art von Verwirrung haben wir alle massiv gehabt. Es ging dann auch los, dass wir sehr unterschiedliche Wahrheitsstränge wahrgenommen haben. Ja, jeder, der für sich irgendwie Sinn machte. Ja, wir konnten auch sagen, dass teilweise wir unterschiedliche Vergangenheiten hatten, die Zukunft plötzlich auch nicht mehr in dem Maße vorhersagbar war, nämlich in allen Bereichen, ob wir jetzt sagen, die klassische Astrologie, auch verschiedene Ebenen der Zukunftswahrnehmung, konnten immer nur Qualitäten sagen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt war das nicht mehr möglich, präzisere Wahrnehmung
Voraussagen für die nächsten paar Monate oder Jahre zu machen. Also ich könnte schon sagen, dass der Ausgang bei den meisten schon eher klar war, aber der Weg dahin und in welchem zeitlichen Rahmen auf der linearen Ebene sich das abspielt, das war ganz, ganz schwer zu sagen. Weil wir innerhalb dieses Bereiches, dieser Erweiterung, den ich hier als großen Freiraum dargestellt habe, gab es einfach extreme Verwirbelung und im klassischen Sinne eben keine klar voneinander getrennten Zeitlinien mehr. Das Interessante dieser Phase, dieser Krönungsphase, war eben auch, dass wir zu keiner Phase bisher so viele Möglichkeiten des persönlichen Wachstums hatten. Wir sahen uns extremen Herausforderungen gestellt im Alltag, in unserem familiären, persönlichen, beruflichen Umfeld. Und die Hauptaufgabe war es in dieser Phase, diese Herausforderung anzunehmen, sich treu zu bleiben oder zu werden. Ja, viele sind vielleicht zum ersten Mal zu sich gestanden. Eine weitere Möglichkeit in dieser Phase war es, also ist natürlich nie ganz aus, aber das war in der Form ganz verdichtet, die Möglichkeit, alles loszulassen. Alles, was wir bisher geglaubt haben zu wissen. Unsere Erkenntnisse, unsere Wahrnehmungsmuster, das Verständnis unserer Welt, all das war massiv herausgefordert. Und wir waren tatsächlich in der Lage, innerhalb kürzester Zeit reihenweise Weltbilder hinter uns zu lassen. Und wir sahen uns da auch genötigt, tiefer zu schauen. Was kommt dann, wenn nichts stimmt in dieser Welt? Was stimmt dann? Wenn eigentlich nichts Selbstverständliches, nichts mehr Gültigkeit hat, was bisher Gültigkeit zu haben schien. Was kommt dann? Also wir waren ganz massiv gedrängt, unsere Weltbilder, unsere Muster, unsere inneren, ja, Sicherheiten, unsere scheinbaren, alle loszulassen, um uns auf neue Wahrnehmungsebenen zu begeben, aber eben auch im Alltag zu uns zu stehen, zu unseren Wahrnehmungen, zu unserer Ethik, zu dem, was wir tief im Herzen spüren, was richtig ist. Und interessant ist, dass sehr viele diese Herausforderung angenommen haben, jeder auf seine Weise. Ja, also wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, wir sind die Erwachten und es gibt welche, die sind es nicht. Nein, jeder ist in seiner ganz persönlichen Form mit diesen Herausforderungen umgegangen und ist gewachsen. Und was dabei rausgekommen ist, dass viele sich durch diese sehr extreme, hochverdichtete Entwicklungsphase etwas verdient haben. Eine Krone, die man sehen kann. Ja. Also, wir können sehen, dass sehr, sehr viele durch schwierige Phasen gegangen sind und gewachsen sind. Und sie haben etwas, von dem wir bisher geglaubt haben, dass es nur Heilige haben, dass es nur Engel haben. Nein, jeder kann das wieder sich erarbeiten. Ich rede hier von dem, was man als Heiligenschein bezeichnet. Ja, das ist so eine Art Verdienstorden in der jetzigen Phase. Ursprünglich haben wir die alle gehabt, aber wir haben jetzt eine Phase gehabt, da war es möglich, in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen diese Krone sich zu erarbeiten, wieder da hineinzuwachsen. Ja? Dafür passt dieser Begriff der Coronation oder Koronation, Krönung in ganz besonderem Maße. Ja? Wir können den Menschen das ansehen, die diese Herausforderung angenommen haben. Und für die, die etwas feinfühliger in der Wahrnehmung sind, können das durchaus auch sehen, entweder als Teil der Aura oder als ganz besonderes extra Merkmal, was ich nur als Heiligenschein bezeichnen kann. Gut, das war mal so zu diesem ersten Abschnitt. Wie ist dann weitergegangen? Ja? Also, ich habe dann immer wieder
versucht, da reinzukommen, gibt es wieder eine Aufspaltung. Also wir können sagen, es hat hier über längere Phase keine klar voneinander getrennten Zeitlinien gegeben. Es wurde dann aber auch sichtbar, dass manche Menschen diese Herausforderung eben nicht annehmen, dass sie mehr in die Angst gehen und ihre Erfahrung eigentlich immer dichter geworden ist. Und da war dann die Vermutung, ja, da wird sich möglicherweise wieder was abspalten. Ich habe das bis vor kurzem nicht wahrnehmen können, dass das wirklich passiert ist. Eigentlich erst jetzt mit diesem komplexen Bild, wo ich auch in alternative Zeitlinien mal reingegangen bin, konnte ich das wahrnehmen. Und der Zeitpunkt, wo sich die ersten dunkleren Zeitlinien abgespalten haben, war im März 2023. Ja? Also ihr seht, das ist sozusagen dieser Randbereich, wo es wieder eine Art von Verdichtung gibt. Ja? Wieder ein Abschluss dieser Krönungsphase, kann man sagen. Und der beginnt eben in den Randbereichen, die vielleicht etwas dichter sind. So kann man sich das vielleicht vorstellen, dass wir dort bereits im März 2023 die ersten Abspaltungen hatten. Und dieser ja, Neuformierungsprozess, der ist abgeschlossen gewesen tatsächlich im Februar 2024, also etwa ein Jahr. Ein Jahr etwa hat es gedauert, bis wir so eine Formierung hatten, bis sich da etwas neu strukturieren konnte. Ja, nach dieser Phase der höchsten Verdichtung, wo wir eigentlich kaum Klarheit haben konnten, also auf einer Metaebene sehr wohl, ja, wenn ich mich auf sehr hochschwingende Ebenen befinde oder begeben habe, dann konnte ich sagen, ja, da sehe ich sehr klar. Aber was unseren Alltag angeht, war die Klarheit oft darauf beschränkt, eine Verbindung zu spüren, eine Anbindung, eine energetische Klarheit zu spüren, aber nicht, wo es weitergeht, was die nächsten Jahre bringen oder ja, was diesen Bereich angeht, konnten wir nichts klar sagen. Ja. Also, um diese Zeitlinie noch zu vervollständigen, zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Bild gesehen habe, war eben der 17. April 2024. Und ich habe gerade gesagt, wir können hier von einer speziellen Phase sprechen. Also, falls ihr euch jetzt fragt, wo wir uns jetzt nun befinden, ja, also alle, die hier dieses Video anschauen, wir befinden uns in dieser Zeitlinie. Auch hier wiederum offensichtlich eine Zeitlinie, in der mehr Licht ist. In der, die offensichtlich auch ein bisschen vorweg sich bewegt. Ja? Wir könnten sagen, in dieser Zeitlinie hier sind all die ganzen erfolgreichen Absolventen dieser Krönungsphase. Ja? Das ist die Zeitlinie mit den meisten Heiligenscheinträgern. Und tatsächlich, diese Zeitlinie geht vorweg. Ja. Und wir sind hier tatsächlich jetzt in einer Übergangsphase. Also wir können jetzt sagen, dass diese Formierungsphase, ja, wenn wir uns das so mal hier herausnehmen, abgeschlossen ist. Also dieses eine Jahr etwa, wo wir eine neue Struktur entwickelt haben, sich entwickelt hat, wie auch immer. Und dieser Übergang war tatsächlich so richtig klar, glaube ich, für niemanden, wie das ablaufen wird. Ja, weil wir diesen Übergang so noch nicht hatten. Was am Ende rauskommt, ich glaube, das war für viele schon klar, also die ein bisschen weiter über die lineare Zeit hinausschauen. Aber wir haben hier eben eine Phase, wo sich das neu formiert hat, wo sich tatsächlich neue Zeitlinien gebildet haben. Eben vor allem jene, die
die Herausforderung der letzten Jahre nicht konstruktiv aufnehmen konnten, nicht im klassischen konstruktiven Sinne gewachsen sind, sondern eher in die alten Muster gegangen sind. Die haben wiederum ihre eigenen Zeitlinien kreiert dadurch. Interessant ist, ich bin da mal reingegangen, die sind sehr dünn besiedelt. Also einmal, zum einen sind nicht sehr viele dort, wenn Menschen, aber in den alternativen Zeitlinien sind auch viele gegangen. Also wir haben dort auch viel, viel stärker eine Verdichtung von sehr heftigen Ereignissen, ja, kollektiven Traumata, die nochmal aktiviert werden, Umweltzerstörung, kriegerische Ereignisse und so weiter. Also es gab dann mehrere Gründe, warum alternative Zeitlinien, die dann ja auch wieder eine neue Vergangenheit bekommen. Das muss man ja auch bedenken. Die kommen zwar raus aus dieser Phase der gemeinsamen Zeitlinien, aber sie haben sich neu gebildet und haben dann plötzlich auch wieder eine neue Vergangenheit. Also diese anderen Zeitlinien sind sehr, wie soll ich sagen, dünn besiedelt und mit etwas dichteren Erfahrungsräumen. Und wir haben eine Zeitlinie, die eben direkt aus dieser Krönungsphase herausgegangen ist und jetzt sich vollständig stabilisiert hat. Das ist meine Wahrnehmung. Und da befinden wir uns. Also alle, die wir jetzt hier zuhören oder ja, zufällig darauf stoßen, da können wir sagen, you are here. Ja? Und du hast erfolgreich eine sehr interessante, dichte Phase der extremen Entwicklungsmöglichkeiten hinter dir. Nicht nur, dass wir sehr stark wachsen konnten, es war auch die energetische Möglichkeit des Wachstums, die, ja, man könnte sagen, zu keinem anderen Zeitpunkt war es so leicht möglich, Quantensprünge im Persönlichen und im Kollektiven zu machen. Und für alle, die da im konkreten Sinne erfolgreich waren, ist sozusagen jetzt diese neue Zeitlinie endgültig stabil. Seit dem 17. April 2024. Wie geht es dann noch weiter? Da wird es dann jetzt auch wieder spannend. Also ihr seht hier, dass sich sowas wie Zeitlinien da weiter noch entwickeln. Allerdings, das ist jetzt das Neue. Also ihr seht eine Bewegung hier aus der räumlichen Dimension gesehen nach oben. Das können wir auch übersetzen mit Schwingungsanhebung. Und wir treten jetzt in eine Phase ein, wo wir den tatsächlichen Übergang jetzt erleben dürfen. Ja, ob wir das alles so bewusst wahrnehmen oder nicht, sei dahingestellt. Manche werden es sehr massiv wahrnehmen, haben das bisher auch schon wahrgenommen. Aber aus meiner Sicht kommt jetzt eine neue Phase, wo diese einzelnen Zeitlinien in ein neues, höher schwingendes, komplett neu strukturiertes Gewebe eintreten. Ja? Also wo wir in den alten Zeitlinien ein sehr, wie soll ich sagen, wässriges Gewebe hatten, wo viel Dynamik auch war, wo jede Zeitlinie die andere massiv beeinflusste, kommen wir jetzt in eine neue Phase, wo dieses Gewebe, in das die Zeitlinien eingebettet sind, eine andere Form hat. Zum einen höher schwingend, zum anderen haben die Zeitlinien ihren fixen Platz da drin, aber eine viel geringere Bedeutung. Die Zeitlinien sind dann, und das ist relativ nahe schon, in sehr naher Zukunft, die Zeitlinien sind quasi mehr oder weniger eigentlich nur als Erinnerung vorhanden. Also wir können beliebig in verschiedene Erinnerungen reingehen, aber sie haben keine große Bedeutung mehr. Wir können diese Erfahrungen nochmal abrufen, die wir gemacht haben, nämlich als Menschheit, als Kollektiv, jeder persönlich mit all den Erfahrungen der Parallel-Ichs. Also wir können in diese Erinnerungen sehr wohl reingehen, die sind abrufbar wie in einem großen Speicher. Aber wir leben nicht mehr einzelne Zeitlinien. Sie haben nicht mehr die Bedeutung, Funktion und Kraft. Und dieser Übergang, der ist quasi, hat jetzt begonnen.
und wird sich fortsetzen. Und wir werden dann tatsächlich mit all diesen Zeitlinien, und das ist auch hier die tolle Botschaft, alle werden aufsteigen. Alle. Egal für welche Zeitlinie sich die einzelnen Ichs entschieden haben, wir werden alle aufsteigen. Der Übergang ist halt für die dichteren Zeitlinien, die hier am Rande sind, einfach heftiger. Ja? Mehr Herausforderungen, heftigere Erlebnisse. Ja? Aber sie gehen alle mit. Sie kommen alle mit in eine neue Ebene, wo die einzelnen Zeitlinien eben keine große Rolle mehr spielen. Wir insgesamt dann in einer neuen übergeordneten Gewebestruktur uns wiederfinden. Also Bewusstseinsstruktur. Ja, wir bezeichnen das dann eben als 5D. Ist aber auch nichts anderes als eine von beliebig vielen Bewusstseinsstrukturen. Genau, und das kennzeichnet eben, dass diese lineare Zeit in der Form, wie wir sie vor dieser Krönungsphase erlebt haben, nicht mehr so existiert. Eben als Erinnerung. Nicht mehr und nicht weniger. Und das waren eigentlich so im Wesentlichen die Erkenntnisse, die ich aus der Reise vom gestrigen Tag, also vom 17. April, mitgenommen habe. Das war jetzt so mal ganz grob dieses größere Bild, was offensichtlich erst jetzt für mich zumindest möglich war zu sehen, weil jetzt diese Neuformierung, diese Stabilisierung ihren Endpunkt erreicht hat. Ja? Also von jetzt wird so ein Sog für alle Zeitlinien deutlich spürbar und eine klare Richtung wieder erkennbar. Ja? Das führt im Außen möglicherweise vermehrt dazu, dass sich das alte System vor unseren Augen auflöst. Ja? Vielleicht auch neue Strukturen spürbar werden, sichtbar werden. Ja, also wie das jetzt im Außen ausschaut, da bin ich selber auch natürlich neugierig, aber ich kann jetzt sagen, von einer Metaebene ist jetzt ein wesentlicher Zeitpunkt erreicht. Ja, das soll es gewesen sein und ich hoffe, ihr könnt da für euch was mitnehmen und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch bei einem anderen Vortrag. Entweder meiner Webinarreihe, die kostenlos ist, oder ihr könnt auch reinschauen auf eines der meiner vielen Plattformen, unter anderem eben Online-Workshops, Vorträge und so weiter. Schaut rein, zum Beispiel wirko-online.com oder hier unten, das ist meine Alchemie-Webseite. Genau, wenn euch da noch was mehr interessiert, schaut rein und vielleicht sehen wir uns dann mal. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.